So, und damit hallo euch herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um einen 300€ teuren Gaming-PC mit Intel Core i5 der dritten Generation und einer RX 580. Gleich werdet ihr eine kleine Montage sehen, wie ich den PC vorbereitet bzw. gebaut habe, und nebenbei werde ich euch ein bisschen was dazu erzählen und dann mit ein paar Benchmarks und einem Performance-Fazit abschließen, ob sich so ein PC für euch lohnt. Viel Spaß! Die Basis des PCs, wie ihr ihn hier vorfindet, bildet ein alter Office-Rechner mit Core i5 der dritten Generation, 8 GB RAM, einer 500 GB Festplatte mit Windows 8 Lizenz und einer GeForce GT 610, die logischerweise für die RX 580 weichen musste. Ein PC mit ähnlicher Konfiguration bekommt man für 100 bis 150 Euro auf eBay, Tendenz natürlich fallend, da die Teile immer älter werden, ist ja logisch. Sonst könnt ihr euch auch umschauen bei eurer Schule, Universität oder Firma, ob die solche Rechner übrig haben, was öfter mal der Fall ist, wenn auf neue umgestellt wird. Der PC aus diesem Video stammt ebenfalls aus der Umrüstung auf neuere Rechner bei einem Unternehmen. Dieser hier sollte sogar kaputt sein und war eigentlich für den Müll vorgesehen. Mehr dazu später. Also da könnt ihr euch einfach mal umschauen, sei es jetzt eBay oder eure Schule, Universität oder Freunde, die wissen, dass bei der Arbeit Rechner geupgradet werden. Im Grunde solltet ihr 4 Dinge dabei allerdings beachten. Der Prozessor sollte 4 echte Kerne haben, also kein i3 mit Hyperthreading, sprich i5 oder besser 4 echte Kerne. Wo wir gerade bei Intel Core Prozessoren sind, die sollten 2. Generation oder neuer sein. Mindestens 8 GB RAM sollten vorhanden sein, das heißt, wenn in dem PC 4 sind, könnt ihr euch direkt 4 weitere kaufen, da ihr 8 aktuell zum Spielen benötigt. Und zu guter Letzt sollte natürlich mehr Platz als für so eine Grafikkarte vorhanden sein, sprich ihr solltet den Platz für eine 580, 570, gebrauchte GTX 69, 79, was auch immer einplanen, da eure Grafikkarte vermutlich größer sein wird als vorher. Kommen wir dann zur ersten Hürde des speziell in diesem Video verwendeten PCs, der ja kaputt sein sollte, wie ich eben bereits erwähnte. Angefangen habe ich dann, den PC einfach mal anzuschließen und zu schauen, was passierte. Und bei jedem Start des installierten Windows 7 Betriebssystems kam ein Bluescreen. Da ich allerdings ohne Probleme ins BIOS kommen konnte und dort auch alle Hardware korrekt angezeigt wurde, war mir von Anfang an relativ schnell klar, dass das sich nicht um einen Hardware, sondern um einen Software-Defekt handelt. Weshalb ich einfach einen bootbaren Windows 8 Stick erstellt habe, da auf dem PC die Windows 8 OEM Lizenz drauf war, also mit so einem kleinen Sticker oben drauf, habe ich mir so einen bootbaren USB Stick erstellt für Windows 8, kurzerhand die Festplatte von Windows 7 formatiert, USB 8.1 installiert, den Lizenzschlüssel eingegeben und voilà, alles funktionierte perfekt. Kurzerhand dann einen kleinen Trick ausgenutzt, um auf Windows 10 upgraden zu können, und ja, ich habe jetzt aus einem kaputten PC mit diesem kleinen Trick, wo ich mich wundere, dass die IT des Unternehmens, die den PC aussortiert hat, nicht darauf gekommen ist, diesen PC wieder zum Laufen gebracht und durch eine legale OEM-Lizenz Windows 8 installiert und auf Windows 10 geupgradet. Sprich, ich habe einen funktionierenden PC mit Windows 10, legaler Lizenz und ziemlich guten Teilen quasi für umsonst. Das Ganze wollte ich natürlich trotzdem noch testen, ob mehr als Windows funktioniert. Also habe ich einen AIDA 64 Stresstest laufen lassen für mehrere Stunden, den der PC ohne Probleme geschafft hat. Das heißt, dieser PC ist einsatzbereit für ein Upgrade von dieser Grafikkarte. Da der ganze PC nach Jahren des Office-Betriebs in einer Firma unterm Schreibtisch natürlich total verstaubt und auch relativ abgeranzt war, habe ich dem Ganzen dann erstmal eine ordentliche Aufwertung gegeben. Zuallererst habe ich natürlich das Gehäuse von innen komplett ausgesaugt, den ganzen Staub weggemacht, weggesaugt und die Wärmeleitpaste vom Prozessorkühler gewechselt. Dann habe ich mir das Gehäuse angeschaut und dachte mir, nee, der PC ist nicht zum Testen dieses Videos gedacht, sondern soll wirklich benutzt werden. Der kann so nicht bleiben. Also bin ich zum Obi, habe mir ein bisschen Sprühfarbe besorgt und eine kleine Schablone fürs MSI-Logo am iPad ausgearbeitet und habe die Front und das Seitenteil abgeschliffen und mattschwarz angesprüht und mit einem roten MSI-Logo versehen. Für den Powerbutton habe ich mir dann noch ein kleines Stückchen Carbonfolie, wo ich einige Zierteile von meinem Auto bereits mit foliert habe und ich noch etwas übrig hatte, genommen und eine kleine Carbonschicht drüber gemacht. Und um ehrlich zu sein, hat der PC richtig was aus sich gemacht. Von diesem Office-PC
sieht man nicht mehr viel, sondern man hat jetzt einen, wenn auch nicht übertrieben, RGB-leuchtend Seitenpanel Over 9000 PC, hat man doch einen relativ grundsoliden, einfach schwarzen und doch nach Performance aussehenden PC, wo man auch etwas das kommende RX 580 Upgrade dran vermuten kann. Ursprünglich hatte ich geplant, den PC mit einer rumliegenden HD 5770 von einem Kumpel von mir aufzurüsten. Allerdings war unter anderem die Anforderung, später damit PUBG zu spielen, was die HD 577 weder auf 720p noch auf Resolution Scale 80% und niedrigsten Einstellungen mit 30 FPS bewerkstelligen konnte. Also war klar, da muss mehr her. Und so wurde kurzerhand eine RX 580 gekauft, und zwar die XFX Black Edition OC. Das ist das relativ potente Modell der XFX-Reihe, die wir für 180 Euro, was echt wenig ist, wenn man sich das noch von vor ein paar Jahren mal anschaut, den Preis bekommt. Und die hat auch eine Backplate, leichtes Factory Overclocking und einen dicken Kühler. Das heißt, die sollte auf jeden Fall ausreichen und ist lustigerweise auch dann schneller als die RX 570 des Kumpels, der vorhatte, die 577 bereitzustellen. Das Gehäuse habe ich dann zur Sicherheit mal etwas auf die kommende Performance vorbereitet, insbesondere der kommenden Abwärme der dicken Grafikkarte, und habe den vorderen HDD-Käfig ausgebaut und an der Stelle einen rumliegenden 120mm Lüfter installiert, womit wir einen guten Airflow haben sollten. Vorne einen 120mm Lüfter, der frische Luft ansaugt, und hinten einen kleinen 90mm Lüfter und das Netzteil, der die warme Abluft aus dem Gehäuse rausbefördern sollte. Das Netzteil war dann noch so eine andere Sache. Ich hätte zwar mit Molex-Adaptern den nicht vorhandenen 6-Pin-Anschluss des Netzteils überbrücken können. Andererseits ist das nicht die beste Wahl, und so habe ich mir nochmal den Kumpel genommen und gefragt, ob er nicht sein rumliegendes Netzteil, was er eh nur zu Troubleshooting-Zwecken benutzt, falls sein PC mal kaputt gehen sollte. So haben wir quasi die Netzteile getauscht für ein anderes, was einen vorhandenen Anschluss hat und auch nochmal 50 Watt mehr hat. Da müsst ihr natürlich gucken, was in eurem PC, den ihr euch dann anschafft, verbaut ist. Allerdings bekommt man solche Netzteile eh relativ günstig, sei es jetzt gebraucht oder neu, für 30, 40 Euro. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon vom Upgrade. Gehäuse neu angesprüht, Grafikkarte installiert, HDD-Käfig raus für besseren Airflow, 120mm Lüfter installiert, anderes Netzteil, da ich mir die Adapterfummelei sparen wollte, und die neue dicke Grafikkarte. Also haben wir zusammengefasst jetzt einen PC mit i5 Quad-Core der dritten Generation, 8GB RAM, einer 500GB Festplatte mit Windows 10 Lizenz und einer RX 580, was eigentlich absolut hochwertiges Gaming auf Full HD bewerkstelligen sollte. Ob der PC das wirklich kann, zeige ich euch jetzt in den Benchmarks. Also man bekommt hier echt Unmengen an Performance, wie ihr in dem Benchmark gesehen habt. Full HD, maximale Details, gar kein Problem, die 60 FPS zu erreichen.
Das heißt, dieser PC ist eigentlich hervorragend geeignet zum Gaming. Und dazu gibt es doch eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Wenn ihr keinen neuen PC braucht oder nicht unfassbar viel Prozessorleistung braucht und ins Gaming einsteigen wollt, holt euch so einen gebrauchten Office-PC, tut da eine dickere Grafikkarte rein und ihr habt ein perfektes Spielerlebnis. Gerade wenn ihr dazu euch dann noch einen 75 oder 144 Hertz FreeSync-Monitor anschaffen wollt, seid ihr für unter 600 Euro insgesamt für euer komplettes Setup echt gut dabei. Da kommt man auch langsam an Konsolenpreise heran, wenn ihr euch überlegt, zum Beispiel eine PlayStation 4 Pro zu kaufen mit Monitor, seid ihr auch im ähnlichen Preisbereich und da würde ich sagen, lohnt sich so ein PC einfach unfassbar viel. Und ich hoffe, dieses Video hat einige von euch dazu inspiriert, vielleicht weniger Geld auszugeben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und abonnieren. Das würde mir sehr helfen, in Zukunft weitere solche Videos zu machen. Sonst lasst bitte gerne in den Kommentaren konstruktive Kritik da, was ich besser machen kann, wo ich Sachen besser erklären soll, whatever. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!